Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Herzlich willkommen zu einer neuen Mystery-Folge auf meinem Channel. Ja, woran denkt ihr, wenn ihr den Namen New York hört? Wahrscheinlich an Hochhäuser, die Skyline von Manhattan, den 11. September 2001 oder eventuell an die Freiheitsstatue. Aber denkt ihr dabei auch an Monolithen, an megalithische Felsbearbeitung? Wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Aber ich wurde von einem von euch auf ein ganz interessantes Thema hingewiesen. Und zwar liegen am Strand von Long Island, und zwar ganz im Westen von der Insel, und zwar am Bridgetown Beach, Coney Island wird das auch genannt, von Brooklyn am Südufer. Und da befinden sich zahlreiche Gesteine, Felsbrocken und Monolithen, die mit Gesichtern und anderen Figuren und so übersät sind. Man kann sagen, sie sind übersät. Und zwar soll es so sein, dass sie aus Basalt sind. Ich war selber nicht vor Ort, habe keine Gesteinsproben genommen. Aber ein Russe, ein Igor Patov, der wohnt wahrscheinlich auch dort, denn das ist ja ein bekanntes Gebiet für russische Einwanderer, dort aus Russland und ehemaligen Sowjetunion. Aber er hat einige Videos davon ins Netz gestellt, und diese Steine, ich blende hier mal ein paar Bilder ein, sind voller Gesichter mit bärtigen Männern, mit einem Schnurrbart, der nach unten geht, mit Ziegenbärten. Einige spekulieren, das sind nordische Gottheiten oder es sind russische Gottheiten, und zwar eben das heißt alte Wikinger-Gottheiten. Und da ist großes Rätselraten, ob diese Strukturen, diese eindeutig zu erkennenden Felsbearbeitungen, ob sie uralt sind oder irgendwelche modernen Künstler aus Langeweile dort am Strand von Long Island einfach diese Gesichter, diese Felsen, diese Abbildungen dort hineingemeißelt haben. Ihr seht ja an den Bildern, die ich hier einblende, dass die eindeutig zu erkennen sind, also nicht irgendwas mit Fantasie. Und da ist natürlich Rätselraten jetzt im Internet, wenn man sich das so ansieht und soweit ich das russische Internet verstanden habe mit dem Google-Übersetzer, woher diese Abbildungen von diesen seltsamen Männern und anderen Göttern, in Anführungszeichen, woher die stammen. Ich habe auf einer russischen Internetseite gelesen, ein anderer, der dort war und sich diese Strukturen und diese Abbildung mal angesehen hat, hat die überall auch gefunden an dem Beach, aber nur an Felsen, die frei zugänglich sind. Felsen, die unter Wasser sind oder die bei Ebbe frei liegen, die wären angeblich alle nicht bearbeitet worden. Das spricht ja wirklich für eine moderne Felsbearbeitung. Aber wie dem auch sei, die Bilder sprechen ja ganz klar für sich. Auch Kernlochbohrungen sind dort gefunden worden. Auch die Fotos zeigen das eindeutig, dass das Kernlochbohrungen sind. Hier ist natürlich die Frage, wer macht da einfach eine Kernlochbohrung am Strand? Oder das ist eben ein Bauschuttrest, der dahin gekippt wurde. Man weiß es eben nicht. Aber diese monolithischen Felsbearbeitungen haben mich sofort an den Miami Circle erinnert. Der wurde 1998/99 entdeckt in Miami, in Florida. Und der ist so 1700 bis 2000 Jahre alt, 11,5 Meter im Durchmesser. Da hieß es dann schon das Stonehenge der USA. Aber das ist für mich damals schon ein Hinweis gewesen, dass es eventuell Kulturkontakte zwischen der alten und neuen Welt gab. Denn solche Steinkreise, solche Steinsetzungen kennen wir natürlich vor allen Dingen aus Nordeuropa, aber auch aus Westeuropa, vor allen Dingen in der Küstenregion. Die sind ja dort überall zu finden, in Deutschland natürlich auch. Und dieser Miami Circle inzwischen schon längst eine Touristenattraktion ist, es ein ganzer kleiner archäologischer Park dort errichtet worden. Hier habt ihr mal Bilder von diesem Park, wie es heute aussieht dort, der Miami Circle, und wie die astronomischen Berechnungen dieses Steinkreises sind, dieses 2000 Jahre alten Steinkreises. Also das ist ja tatsächlich ein archäologisches Artefakt, in Anführungszeichen, also eine archäologische Stätte. Die ist unumstritten. Aber diese sonderbaren Gesichter, die da gefunden wurden auf Coney Island dort an diesem Strand am Südufer, das ist direkt gegenüber übrigens von Manhattan, und die sehen, naja, vom Erhaltungszustand sehr gut aus, aber ich weiß nicht, sind sie modern oder uralt? Denn eine
monolithische Kultur, eine Kultur, Indianer gab es dort natürlich vorher auch in der Bucht von New York oder Neu-Amsterdam, wie es früher hieß, als es noch bei den unter der niederländischen Herrschaft war. Aber so eine Kultur, die so etwas hätte anfertigen können, ist da eigentlich nicht bekannt. Im russischen Internet wird spekuliert, vielleicht sind es Reste von Atlantis oder einer versunkenen Hochkultur und all so etwas. Ich enthalte mich diesen Spekulationen. Ich tendiere eher zu modernen Bearbeitungen, aber ich weiß es nicht. Deshalb könnt ihr mal gerne hier unten drunter posten, was ihr von diesen seltsamen Bildern haltet. Hier dieses eine Bild, was ich jetzt zeige, ist vor allen Dingen sehr bekannt davon. Ist es modern? Wo kommt es her? Wer hat es gemacht? Warum wurde es gemacht? Warum liegt es da so achtlos am Strand rum? Man weiß es nicht. Also postet mir eure Meinung dazu. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Thema und dieses Video gefallen hat. Und deshalb sage ich mal Tschüss ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Euer Lars.